Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Arcanvale. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Arcanvale. Ja, beim letzten Mal sind wir hier zur Wüste gereist. Ich habe nach dem letzten Mal mal ein bisschen Kürbisse verkauft. Ein bisschen ist gut. Ich habe herausgefunden, wie man Geld farmt. In der Hinsicht kann ich direkt sagen, es ist echt lächerlich, wie gut man Geld farmen kann, wenn man es will. Ja. Also, ihr habt gesehen, ich habe jetzt 9000. Ich bin, was Geld angeht, gewappnet. Das erste, was ich jetzt aber tatsächlich mache, ist, wo ist das Rezept da? Rezept für Drachenhautrüstung. Mich würde interessieren, was man dafür braucht. An der Gerberei wird das hergestellt. Okay, gut zu wissen. Ja, wie habe ich so hart Geld gefarmt? Ganz einfach, ich habe meine Felder immer komplett mit Kürbissen zugeballert. Ihr seht übrigens, ich habe einen neuen Schild auch noch. Ich war noch mal im Gefängnis und da konnte man da unten was ausschließen und da war der Schild ist auch sehr und so eine Keule drin. Die Keule war jetzt nicht so gut, aber der Schild ist ein bisschen besser als der, den wir vorher hatten. Ich kann euch verraten, wie ich so viel Geld gemacht habe. Auf eurer Farm einfach alles komplett mit Kürbissen zuballern. Stellt da Sprinkler auf. Ich kann euch später zeigen, wie ich sie aufgestellt habe. Zur Not mit einem Screenshot. Und nachdem ihr die angepflanzt habt, legt euch einfach mit 6 Mal ins Bett, dann sind die fertig gewachsen. Dann könnt ihr die abfarmen und dann könnt ihr sie einfach abgeben gehen. Das ist der ganze Trick mit, wie kriege ich hier in dem Spiel Geld. So, wie mache ich das jetzt mit Drachen? Du bist doch auch ein Händler, oder? Eine Schmiedewerkstatt. Rezept für eiserne Brustplatte. Beinplatten aus Eisen. Ich glaube, der Rüstungswert ist wesentlich höher als bei meinen jetzigen. 18 war der. Ich habe übrigens auch mal rausgefunden, wie ich die ganzen Sachen mal repariere, beziehungsweise verbessere. Da habe ich die Bronzebeinplatten verbessert und die habe ich gut verbessert, wie man sehen konnte. Die haben 80 Rüstung jetzt. Ich bin einfach mit einem Bronzeplatten hingegangen. Das kann man bestimmt auch hier bei ihm machen. Einfach hier kannst du meine Rüstung aufwerten und dann habe ich meine Rüstung bei dem aufgewertet. Waffen geht eher schlechter, weil Werkzeug wollen die alle nicht verbessern. Und die Waffen, die wollen alle einen Diamanten haben. Hier irgendwo so eine Gerberei. Andere Frage, kann ich mich hier irgendwo schlafen legen? Ash, mein Name, Verkäufer der Bogenausrüstung. Ein Recurve-Bogen hat der. Ich glaube, meiner ist trotzdem besser. Nee, der Recurve-Bogen ist besser. Die Armbrust sieht auch geil aus. Ja, Geld habe ich ja sowieso genügend, ne? Da kaufe ich die mir und habe einen besseren Bogen jetzt. Wir haben hier eine Lieferung. Ist das meine Seide? Ja, yep, genau das ist es. Du bist mein Lebensretter. Ich habe wochenlang auf diese Lieferung gewartet. Gareth lässt mich nie im Stich. Danke ihm von mir. Hier, nimm das für deine Mühen. Hier, nimm das Gold und ein paar Kekse. Ich habe sie heute Morgen frisch gebacken. Vielleicht hier ein paar Kekse. Oh, lecker. Wir wollen hier auch die ganzen Geschäfte mal aufsuchen. Ein mysteriöser Kaufmann. Durch meine Arme, wenn du musst. Was ist der denn hier? Ein Fossil. Mondbeeren. Um Gottes Willen, die haben ja richtig gute Werte. Gib die mir mal. Ein eiserner Bumerang. Na gut, einen Bumerang habe ich bisher noch nie gehabt. Und ein Feuerstab. Verschießt Feuerbälle. Ja, nehme ich auch mal. Komm, ich nehme auch mal das Fossil. Vielleicht brauche ich das.
So, wir wollten den Drachen befreien. Dafür habe ich Geld geholt. Ich glaube, den Feuerresistenztank, den werde ich brauchen irgendwann. Guck mal, ich habe so viel Geld gefahren und das ist jetzt schon wieder fast weg. Na, guck mal, jetzt kann ich das auch herstellen. Warte mal. Das leeren. Wo ist Drachen? Da. Drache, du bist frei. Jetzt mal im Ernst, wo kann ich hier pennen? Bei Nacht sieht man so schlecht. Ja, den Fiddler, den haben wir, glaube ich, uns schon auf die Liste gesetzt. Ich brauche nur irgendein Bett. Ich sehe ein Bett. So, ich bin jetzt wieder aufgewacht. Wir werden heute wahrscheinlich hauptsächlich uns die ganze Stadt hier angucken. Und gucken, was es hier so alles zu kaufen gibt. Wir nehmen natürlich die ganzen Questen hier an. Vielleicht finden wir das ein oder andere Buch. Da ist offenbar keins drin. Das ist ein Tresor. Oh. Ein Gesundheitstrank. Goldmünzen. Ich habe Gold gestohlen. Ah. Man braucht Drachenhaut, um Feuerresistenztrank zu machen. Ah, jetzt ist hier hell. Hallo, Victor. Das beste Obst der ganzen Wüste. Ich habe mir mal einen Wasserbeutel gekauft. Klingt für die Wüste eigentlich sogar recht schlau, sich eventuell mehrere von diesen Wasserbeuteln mitzunehmen. Aber wir werden bestimmt kein Wasser finden. Ich habe dein Gesicht noch nie gesehen. Du musst neu in der Stadt sein. Und bist daher der Einzige, dem ich vertrauen kann. Vertrauen? Wie meinst du das? Meine Tanzschuhe sind gestohlen worden und jeder ist ein Verdächtiger, bis sie gefunden werden. Und jeder außer dir. Wer würde deine Schuhe stehlen? Es gibt nichts, was ich dir schenken könnte, um dich für die Tat zu entschädigen. Aber bitte nimm die Heilkette als Zeichen meiner Dankbarkeit. Ihre Wirkung wird dir helfen, im Kampf schnell zu heilen. Du musst sie mit mir helfen, sie zu finden. Du musst einfach. Hast du eine Ahnung, wer sie entwendet haben könnte? Keinen einzigen Hinweis habe ich. Ich wachte auf und sie waren weg. Wie ich schon sagte, jeder ist verdächtig. Sie wollen alle meine Tanzkünste. Wenn du den Übeltäter ausfindig machst und mir meine geliebten Schuhe zurückbringst, wäre ich dir ewig dankbar. Wie sehen sie aus? Sie sind rosa und lila, aus feinstem Stoff und Seide gefertigt. Willst du mir helfen, sie aufzuspüren? Klar, warum nicht? Denk daran, dass jeder verdächtig ist. Jeder. Wenn du sie findest oder Hinweise auf ihren Aufenthaltsort hinten fährst, lass es mich bitte wissen. Okay. Ich denke mal nicht, dass die Wachen es waren, oder? Ich weiß, dass ich auch irgendeinem Händler hier was bringen sollte noch. Irgendeinem. Aua. Stimmt ja, den Trankhändler. Wofür könnten die ich mich hier interessieren? Ein Zeppelin-Pass, warum kann ich den hier auch nochmal kaufen? Hat jetzt nichts vom Wert. Aber wir haben Kante kennengelernt. Hier ist der Trankladen. Dieser Jakob. Ich fürchte, ich habe im Moment keine Tränke zu verkaufen. Es wird immer schwieriger, an Zutaten zu kommen. Ich habe einen für dich zum Probieren. Ach ja, und was könnte es sein? Es ist Birulas neueste Nachtsichttrank. Es ist Jahre her, dass ich diesen Namen gehört habe. Ich habe mich immer gefragt, was aus dieser alten Hexe geworden ist. Ich war vor vielen Jahren mit ihr zusammen. Nachtsicht, sagst du? Das wäre toll, wenn es funktioniert. Und sie hat es dir einfach gegeben? Haben wir ihr geholfen, die Zutaten zu sammeln. Gib es her, wenn es tatsächlich funktioniert, bezahle ich dir das Rezept. Was ist das? Er ist ein Frosch geworden. Ich meine, der ein oder andere Frosch kann bei Nacht sehen und wir haben direkt den Übeltäter gefunden. Für die Tanzschuhe. Ist ja direkt doppelt ein Arsch.
Jetzt hast du es wirklich verdient, ein Frosch zu sein. Jetzt bin ich auch der Meinung, du hast dir einfach die Tanzschuhe geklaut. Mann, wir sind echt gute Detektive. Habt ihr gesehen, wie schnell wir die Schuhe gefunden haben? Gerne, ich habe deine Schuhe gefunden. Meine geliebten Schuhe, wo hast du sie gefunden? Im Haus eines bestimmten Zaubertrankverkäufers. Dieser kleine Schurke Jakob, ich hätte ihn nie verdächtig. Ich hätte nicht einmal gedacht, dass er der Typ ist, der tanzt. Ich danke dir für die Rückgabe meiner geliebten Tanzschuhe. Sei versichert, dass ich im Laufe des Tages ein ernstes Wort mit Jakob darüber halten werde. Ich glaube nicht, dass er die antworten wird. Ich glaube es nur. Du kannst es versuchen. Und Gott sagt nicht, die haben eine Ablaufzeit. Nee, die kann man nachfüllen. Ja, ich weiß ja, wie man die auffüllt. Aber das war einfach gleich ein doppelter Fiesling. Gegenüber der Hexe war der gemein. Und der hat der Tänzerin die Tanzschuhe einfach geklaut. Wie gesagt, irgendwie hatte er es jetzt verdient, dass er eine Abfuhr bekommen hat. Ahoi, Kumpel. Du hast nicht zufällig Lust, mir aus einem kleinen Problem herauszuhelfen, oder? Sieht nicht gut für dich aus. Ja, sind die am meisten verfolgten Menschen überhaupt. Jeder denkt immer, dass wir etwas vorhaben. Weshalb bist du hier? Angeblich habe ich eine Seidenlieferung von einem Kurier gestohlen, der sie in die Wüste brachte. Natürlich hatte ich nichts damit zu tun und bin völlig unschuldig. Was hältst du davon, wenn du mir bei der Flucht hilfst? Es wird sich für dich natürlich lohnen. Welche Art Belohnung ist die Rede? Ah, du bist schlauer, als du aussiehst. Wie wär's damit? Ich gebe dir mein Kopftuch als Zeichen des guten Willens. Wenn du mich dann aus dieser misslichen Lage befreist, kommst du zu mir in die Piratenbucht. Dann werde ich dich wahrhaftig belohnen. Was sagst du dazu? Gut, ich helfe dir. Was wirst du tun? Ah, der Freiheit ist am Horizont zu sehen. Wir müssen diesen Pranger mit einem Schlüssel aufschließen. Jemand in der Stadt muss ihn hergestellt haben. Finde den Hersteller dieses Prangers und überzeuge ihn, einen zusätzlichen Schlüssel herzustellen. Wenn du den Schlüssel hast, sollten wir bis zum Einbruch der Nacht warten, bevor wir die Ketten öffnen. Jetzt ist mein Nacken ziemlich steif, also wenn es dir nichts ausmacht, beeil dich bitte und hol mich hier raus. Euer Gefängnis sieht nicht gerade sicher aus. Aber ich will. Ach, hier wäre auch noch mal ein Bett. Vielleicht er? Ich werde das im Hinterkopf behalten. Okay, waren wir jetzt bei jedem, der eine Quest hatte beim letzten Mal? Ich glaube schon. Wir können zweiten Questen auf jeden Fall auch direkt abgeben gehen. Ich kann ja eben schnell zurückfliegen, die Seide abgeben, einmal zur Hexe und dann können wir wieder zurückporten. Also das mit der Seide, das galt schon als abgeschlossen, aber wir müssen hier mit der reden. Wegen dem Trank. Der Weg der wahren Liebe verlief nie glatt, nicht wahr? Nicht, dass ich diese Kräfte von einem Mann jemals geliebt hätte. Danke, dass du mir geholfen hast, mich ein wenig an ihm zu rächen. Und keine Sorge, es wird ihn in ein paar Tagen abklingen. Was nun deine Belohnung angeht, so wirst du nicht enttäuscht sein, wenn du mehr Wissen suchst. Geh jetzt, lass mich allein. Wenn ich eine andere Verbindung für dich habe, werde ich dich rufen. Wir haben ein neues Rezept. Okay, was ist das denn für ein Trank? Der macht mein Bewegungstempo höher. Ist sogar recht einfach herzustellen. Na gut, aber jetzt gerade will sie nichts weiter von uns, ne? Leute, wo ich hier gerade so schon in der Nähe war, dachte ich mir, ich zeige euch mal eben kurz, wie ich die Sprinkler aufgestellt habe. Ich habe die hier in so einem Verein aufgestellt und wenn man auf die Pflanzen guckt, dann sieht man auch, dass die alle gewässert sind. Und man sieht sowas tatsächlich auch nur, wenn man mit Maus und Tastatur spielt. Beim Controller sieht man das nicht. Also ihr könnt euch bei den Pflanzen immer denken,
ihr seht ja das Alter, das zeigt euch ungefähr an, wann die fertig sind. Und die sind alle ungefähr so bei 115 ungefähr fertig. Daran könnt ihr euch so ein bisschen orientieren. Da habe ich euch das jetzt auch mal eben kurz gezeigt. Wenn ich schon hier bin, gucke ich auch mir auch gleich direkt die Rezepte an. So, am Gerbgestell. Was ist denn das für ein Zeug? Diesen dunklen Stoff habe ich gar nicht. Aber diese Drachenrautrüstung, die sollte ich mir eventuell auf jeden Fall noch machen. So, Amboss. Diese eiserne Brustplatte klingt eigentlich auch ganz gut. Kann ich ja eben kurz herstellen. Ich sollte noch irgendwo Eisenplatten haben. Und da habe ich die schon alle verpulvert. Ich habe keine Eisen mehr. Aber was wir herstellen können... Das, das und ich glaube, die Pflanze war's. Nee, diese Blümchen waren's. Entschuldigung. Dann können wir uns mal hiervon ein. Während ich das Zeug jetzt wieder zurückpacke. So, wir haben einen Zaubertrank. Okay, dann kann ich ja jetzt wieder zurück zur Wüste. Wir sehen uns da gleich. So, Leute, ich bin wieder in der Wüste. Und ich wollte mal diesen Zauberstab ausprobieren. Der wirkt ganz lustig. Vor allem, wie meine Geschicklichkeit steigt, obwohl ich gar nichts wirklich damit treffe. Oh. Aber er geht schnell kaputt. Okay. Das muss ich mir merken. Zauberstäbe sind nicht lange haltbar. Ach, hier müssten wir auch noch die Sachen hinbringen, ne? Das Saatgut. Ein Sturm zog vorbei und zerstörte alles, was ich angebaut hatte. Wie soll ich mich hier davon erholen? Ich weiß es nicht. Malone hat mich mit einer Saatgutlieferung zu dir geschickt. Ich wusste, dass ich mich auf dich darauf verlassen kann, dass er mir ein paar Samen besorgen würde. Obwohl ich zugeben musste, dass ich erwartet hatte, dass er sie selbst abliefert. Wäre schön gewesen, meinen alten Freund zu sehen. Außerdem kann ich dir nicht genug dafür danken, dass du sie mir gebracht hast. Die Aussaat dieser Samen wird zu Beginn einer neuen Generation von Nutzpflanzen in der Wüste werden. Bitte nimm diesen alten Ring als Zeichen meines Dankes. Er ist seit Jahren im Besitz meiner Familie und soll die Energie für den ganzen Tag steigern. Jahrelange harte Arbeit auf dem Bauernhof hat mir jedoch eine große Ausdauer verliehen, sodass es für dich vielleicht von größerem Wert wäre, ihn zu tragen. Ein weiterer Ring, 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 Ring. Da ist auf jeden Fall diese Halskette. Erhöht die Gesundheitsregeneration generell. Ich glaube, das andere war während des Kampfes, ne? Wo ist denn der Ring? Ach, da. Okay, Gesundheit plus 10 und Energie plus 25. Ist praktischer als der Rubinring. Verkauft die eigentlich irgendwas? Weil die ja so Farmerin ist. Nee. Die Frage ist, wer hat dem eigentlich die Zelle jetzt gebastelt? Eventuell der Schmied. Es gibt nur einen Grund, warum du eine solche Frage stellen solltest. Hat der Aufseher wieder den Schlüssel verloren? Ja, er hat sie verlegt. Schon wieder. Das ist schon das dritte Mal in diesem Jahr. Was macht er nur mit ihnen allen? Und warum hat er dich geschickt, um sie abzuholen? Er war damit beschäftigt, sich mit einigen Fischwilderern herumzuschlagen. Ah, das hört sich gut an. Die haben mir in letzter Zeit eine Menge Ärger gemacht, dieses verdammte Fischvolk. Richtig, wenn er dich geschickt hat, um den Ersatz abzuholen, hätte er dir eine Quittung gegeben, richtig? Eine Quittung hat er nicht erwähnt. Nun, ohne Quittung kein Schlüssel, fürchte ich. Du musst zurückgehen und ihn um die Quittung bitten, wenn ich dir einen neuen Schlüssel geben soll. Ah, okay. Bei dem, wir müssen dem wahrscheinlich sagen, dass das Fischvolk wieder Unruhe stiftet oder dann gibt er uns irgendwas. Wir hatten ja hier die Option, genau dies zu tun. Diese verdammten Wilder sind wieder am Werk. Keine Sorge, ich werde den Aufseher holen, der wird sich darum kümmern.
Hey, Aufseher, wir haben ein paar Fischwilderer. Verdammte Wilderer! Ich werde Ihnen eine Lektion erteilen. Ich habe einen schwarzen Bildschirm. So, ich habe jetzt hier einfach mal neu gestartet. Der Aufseher ist jetzt weg. Wahrscheinlich ist hier drin die Quittung. Jetzt kann ich hier halt auch ran. Und jetzt kann ich mir wahrscheinlich den Schlüssel holen, dass ich den Typen rauslassen kann. Aber ich muss es bei Nacht machen, deswegen soll ich mich jetzt beeilen. Ja, die habe ich hier. Ah, perfekt. Alles scheint in Ordnung zu sein. Sagt ihm auch, dass ich noch einen Ersatz machen werde. Nur für den Fall, dass er diesen auch verliert. Was für ein toller Aufseher, verliert den Schlüssel einfach zigtausendmal. Konntest du die Person, die diesen Panger hergestellt hat, auswendig machen und sie dazu bringen, einen Schlüssel herzustellen? Ich habe ihn genau hier. Du Schönheit, ich wusste, ich kann dir vertrauen, dass du mich hier rausholst. Offensichtlich bin ich unschuldig, aber das bedeutet in diesem Tyrann nichts. Komm zu mir in die Piratenbucht und ich werde deine Belohnung für dich bereithalten. Und hier ist mein Kopftuch als Zeichen des guten Willens. Vielleicht musst du es tragen, um in die Bucht zu kommen. Heutzutage lassen sie aus offensichtlichen Gründen nur noch Piraten hinein. Bis dahin und nochmals vielen Dank. Okay, wir können jetzt ein Halstuch herstellen. Wir haben hier die ein oder andere Quest jetzt heute erledigt. Haben jedenfalls nicht mehr viele. Was wollte eigentlich der König hier nochmal? Ach, seinen Kommandanten hier finden. Na gut, wir haben die Hüste jetzt nicht im geringsten erkundet. Ich töte gerade hier einen Geier. Perfekt. Aber wir haben einige Questen hier abgeschlossen. Das ist ja auch irgendwas. Jedenfalls, Leute, wenn es euch heute gefallen hat, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn wir die Wüste diesmal dann wirklich erkunden. Diesmal haben wir ja nur die Wüstenstadt erkundet. Mehr oder weniger. Also, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.